Am Freitag werden die jüngsten Daten zur US-Inflation veröffentlicht. Bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren. Zuerst werden aber die detaillierten vorläufigen deutschen Daten zum BIP aus dem ersten Quartal publiziert, und zwar um 6. Ende 2016 nahm die Geschwindigkeit, in der die Wirtschaft wächst, zwar etwas zu, jedoch nicht so stark wie erwartet. Die endgültigen Daten zum deutschen Konsumpreisindex für April erscheinen zur gleichen Zeit. Die jährliche Inflationsrate erholte sich im März vom 4-Monats-Tief, der im Februar erreicht wurde. Die europäischen Daten zur Industrieproduktion für März werden um 9 verfügbar sein. Die Produktionsmengen fixierten einen unerwarteten Rückgang im Februar und kehrten somit der 0,3-prozentigen Gewinn im Vormonat wieder um. Ein paar bedeutende Pressemitteilungen über die US-Wirtschaft im April folgen um 12.30 Uhr und die Daten zum Konsumpreisindex sind mit von der Partie. Die Energiepreise blieben auch im März weiter der Haupteinflussfaktor, da diese die jährlichen Daten zur Inflation auf ein 3-Monats-Tief drückten. Die vorläufigen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen stehen zur gleichen Zeit an. Die Umsätze sind in den letzten 2 Monaten zurückgegangen, was bei einigen Händlern Bedenken ausgelöst hat. Man erwartet jedoch, dass diese Freigabe eine starke Erholung zeigen wird. Eine weitere wichtige Pressemitteilung folgt um 2. Die Rede ist von den vorläufigen Daten zur Konsumstimmung, die von der Universität von Michigan bereitgestellt werden. Die April-Lesung zeigte eine solide Verbesserung, die im Nachhinein aber wieder abgewertet wurde. Und die Daten zu den US-Geschäftsvorräten für März werden zur gleichen Zeit publiziert. Im Vormonat wuchsen die Vorräte in einem stetigen 0,3-prozentigen Tempo. Das war's für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen.